Hi, ich bin Ronny und ihr seid bei World White Whisky. Und heute habe ich auf meinem Fass eine ganz besondere Flasche aus meiner Lieblingsdestillerie, nämlich einen Glenfarclas aus der Persönlichkeitenreihe, die Jubiläumsflasche zur 25. Abfüllung der Persönlichkeitenreihe, einen 32 Jahre alten Oloroso Sherry gereiften Whisky, Flora MacDonald 1988. Ja, heute habe ich, wie gesagt, eine ganz besondere Flasche, auf die ich mich wirklich sehr freue, denn ich habe mir diese Flasche blind gekauft. Nachdem ich die letzten Jahre mit der Persönlichkeitenreihe von Glenfarclas nicht so gute Erfahrungen gemacht habe, also ich habe die letzten drei, die davor abgefüllt wurden, alle probiert und muss sagen, fand die nicht so gut, nicht so schön. Also jedenfalls nicht so schön, dass ich sie mir kaufen würde. Bei der Flasche habe ich es einfach getan. Ich habe sie mir gekauft. Alleine deswegen, der Whisky ist 32 Jahre alt. Oder man weiß es, glaube ich, gar nicht genau, ob der 32 ist. Denn es steht nur drauf, destilliert 1988 und gebottelt 2020. Es kann natürlich auch sein, dass die nur 31 Jahre ist, ja, weiß man nicht genau. Aber überall wird gesagt, dass sie 32 Jahre alt ist, diese Abfüllung. Also da ist noch so ein kleiner Zettel drin. Da komme ich mal gleich drauf zu sprechen. Ich hole mal die Flasche raus. Stell die mal erstmal hier hin. Ja, die Persönlichkeitenreihe gibt es ja immer in diesen Standard-Holzkisten von Glenfarclas. The Spirit of Independence, so heißt ja auch die Reihe, die gibt es schon ganz lang, die gibt es schon 70er Jahre, glaube ich, also meine Jahrgangsflasche, da steht auch The Spirit of Independence drauf, also diese Kisten, die gibt es schon ganz, ganz lange. Ja, und Flora MacDonald, kann ich aber die Flasche in die Hand nehmen, die Flora MacDonald, eine Persönlichkeit aus Schottland. Auf diesem Zettel hier stehen hinten auf der Hinterseite, kann ja mal vielleicht, mach die Kamera wieder scharf, stehen alle Persönlichkeiten drauf, die bisher abgefüllt wurden. Und die 25. ist halt die Flora MacDonald. Ich lese mal ganz kurz einen Ausschnitt aus diesem Zettel vor, damit ihr wisst, wer überhaupt Flora MacDonald ist. Sie ist 1722 in Schottland geboren und 1790 in Kingsburg auf der Insel Skye, ist sie gestorben. Flora MacDonald ist eine als Heldin verehrte Jakobinerin. Jakobitin, so ist es richtig. Die in vielen Weisen und Gedichten besungen wird. Sie ist berühmt dafür, dass sie Prinz Charles Edward Stuart, genannt Bonnie Prince Charlie, nach seiner Niederlage in der Schlacht von Culloden heißt es, 1746 zur Flucht aus Schottland verhalf. Also das ist nur mal kurz, damit ihr wisst, wer Flora MacDonald überhaupt war oder ist. Nee, war, ist natürlich nicht mehr, ist schon längst tot. Den Zettel, den lege ich mal jetzt mal beiseite. Ja, was haben wir denn hier für eine Abfüllung? Die Standardflasche hier, die immer für die Persönlichkeitenreihe benutzt wird, haben wir auch hier wieder. Die Abfüllung ist auf 3600 Flaschen limitiert. Also ich finde, das ist eine richtig große Auflage. Die ersten Abfüllungen früher, die gab es mal mit 1000 oder 1200 Stückzahlen. Und jetzt sind sie mittlerweile bei 3600. Und ich habe die Flasche Nummer 13, also eine der fast der allerersten. Ne? Und ja, wir haben 46 Volumenprozent. Wir haben eine Oloroso Sherry Cask Vollreifung. Also dafür, dass der 32 Jahre in einem Oloroso Sherry Cask gelegen hat, finde ich die Farbe verhältnismäßig hell dafür. Aber das deutet darauf hin, dass hier
vielleicht gute Fässer benutzt wurden, weil das nicht solche dunklen Suppen sind, wie sie heute nach 10 Jahren teilweise schon aus den Fässern kommen. Also ich sag mal, sprich geimpfte Fässer. Ne? Das, hier könnte es sich noch um alte, schöne Sherry-Fässer handeln, die vielleicht auch schon das zweite oder dritte Mal befüllt wurden. Man weiß es ja nicht, ne? Wie lange drin lag. Ja, und jetzt muss ich mich mal ein bisschen strecken. Ich brauche die Flasche natürlich nicht aufmachen und ich wollte sie auch gar nicht aufmachen. Ich habe mir immer gesagt, die Flasche habe ich mir blind gekauft und habe gedacht, die machst du erst auf, wenn du ein Sample vorher probiert hast. Weil ich so schlechte Erfahrungen mit den Vorgängern gemacht habe, habe ich gesagt, ich muss mir da irgendwie ein Sample besorgen. Ich muss irgendwie gucken, dass die mal einer teilt und dass ich da an ein Sample rankomme. Und vorher mache ich die auf keinen Fall auf, weil die ist mir zu teuer. Ich habe sie zwar recht günstig bekommen, also die lag so knapp über 200 Euro. Der aktuelle Preis ist bei 200, also für um die 230 Euro bekommt man die Flasche noch. Und da habe ich gedacht, naja, ich werde mir die mal zulegen, aber ich mache die halt erst auf, wenn ich sie probiert habe. Weil, wenn es nichts sein sollte, dann kann man sie immer noch wieder verkaufen oder tauschen oder je nachdem. Und wenn er gut ist, ne, dann wird er natürlich geöffnet. Ja, und ich habe natürlich das mal kundgetan in der Community und siehe da, der liebe Sebastian aus unserer Discord-Gruppe, aus unserer Worldwide Whisky Discord-Gruppe, hatte sich ein Sample besorgt von diesem Whisky und hat mir sofort angeboten, du pass auf, wir teilen uns das Sample, ich schicke dir die Hälfte davon zu. Und es war sogar mehr als die Hälfte. Also ich habe jetzt bestimmt, er hat bestimmt 2 CL probiert und ich habe 3 bekommen. Dafür möchte ich mich bei dir, Sebastian, recht herzlich bedanken. Vielen, vielen Dank. Ist mega. Ich freue mich riesig darüber, dass ich von dir das Sample sogar kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen habe. Ja, recht, recht herzlichen Dank. Und kann damit auch dieses Video machen. Und würde sagen, kommen wir mal zum Whisky. Ne? Zu Glenfarclas, zur Destille Glenfarclas sage ich natürlich nichts mehr. Ich habe ja schon einige Videos von Glenfarclas Whiskys gemacht und so ziemlich in den ersten Videos habe ich einiges über die Destille erzählt und das muss man ja nicht bei jedem Whisky derselben Destille immer wiederholen. Ne? Ich habe den Whisky schon mehr wie eine halbe Stunde sogar steht er schon. Also ich würde sogar behaupten, der steht eine Dreiviertelstunde so circa. Den habe ich mir recht früh eingeschüttet ins Glas und ja, habe mir dann auch mal dem Anlass entsprechend einen Snifter genommen. Weil so ein alter Whisky, der muss ja seine Aromen so ein bisschen, soll seine Aromen so ein bisschen schön entfalten. Und ich finde, das können die in so großen Gläsern immer sehr, sehr gut. Also, dann kommen wir mal zum Nosing. Ja, also wir haben 46 Volumenprozent Alkohol. Ne? Also soll eigentlich dann eine schöne Trinkstärke sein. Und muss gleich sagen, die Nase sehr zitrusfruchtig und hellfruchtig. Also eher so in die helle Fruchtrichtung gehen. Also sehr fruchtig frisch auf alle Fälle. Was mich so ein bisschen jetzt irritiert. Weil von so einem 32 Jahre alten Whisky erwarte ich eigentlich, wenn der 32 Jahre so in so einem Oloroso Sherryfass gelegen hat, geht man eigentlich mit der Erwartung ran, so einen schönen, alten, schweren Sherry-Whisky zu bekommen. Aber das habe ich erstmal hier nicht in der Nase. Man riecht, dass es ein alter Whisky ist. Also das kann ich schon mal pauschal sagen. Man riecht es, dass hier ein alter Whisky im Glas ist. Aber der kommt mir sehr frisch rüber. Sehr frisch, sehr fruchtig. Ob ich den 32 Jahre alt blind schätzen würde, also von der Nase her auf gar keinen Fall. Also in der Nase würde ich allenfalls auf einen 20-jährigen Whisky vielleicht tippen. Ja, einen guten 20-jährigen Whisky.
Also hier überwiegt eine fruchtige Frische. Dann habe ich so Honiganklänge. Aber beim Honig geht es dann für mich eher in dunklen Honig, in Waldhonig, in, ja, so, da ist so eine Kräuterwürze mit drinne. So eine Honigsüße, aber so eine Kräuterwürze. Und da wär ich so, ja, da wäre ich vielleicht so schön bei schöne Waldkräuter. Ja. Also ich finde die Nase gar nicht mal, muss ich ehrlich sagen, gar nicht mal so überdimensional komplex. Also da ist erstaunlich wenig an Aromen zu riechen für so einen alten Whisky. Ja, also ich rieche da nicht mehr erstmal. Also ich würde sagen, ich probiere den mal und kann dann vielleicht ein bisschen mehr sagen. Slanji. Boah, ich finde kräftig, trotz nur der 46 Volumenprozent, sehr, sehr, sehr kräftig der Whisky. Boah, gut kräftig. Also wüsste man das nicht mit den 46%, würde ich den locker auf 50% schätzen. Zumindest jetzt bei dem ersten Schluck. Jetzt habe ich so eine ganz leichte Bitterkeit. Also, ja, was heißt leicht? Die ist sogar schon ein bisschen stärker da, die Bitterkeit. Das ist die Eiche, die jetzt schiebt, das ist klar. Also die Eiche nach 32 Jahren, wenn man die nicht schmecken würde in dem Whisky, dann, ja, dann weiß ich nicht. Und Glenfarclas ist ja sowieso sehr eichenlastig mit alten Whiskys. Das weiß man ja auch vom 40-Jährigen her. Also, oder sogar den 46-Jährigen, den ich probiert habe. Da sind enorme Eichenfrachten drin bei Glenfarclas. Also alte Glenfarclas muss man Eiche mögen. Aber die Eiche schiebt zwar, aber auch wieder nicht so kräftig, wie ich sie eigentlich erwartet hätte beim alten Glenfarclas. Der Abgang, muss ich sagen, ich habe den runtergeschluckt. Relativ schnell ist der auch weg, finde ich. Also, ja, die Eiche ist noch ein bisschen da im Abgang hinten, aber... Ah, da ist nicht so viel, muss ich sagen. Also ich muss jetzt mal so nach dem ersten Schluck mal so ein kleines Fazit ziehen. Die Nase schön, frisch, fruchtig, honigsüß, Kräuter, Waldkräuter, am Gaumen, so ähnlich das Gleiche, viel Eiche oder ein bisschen mehr Eiche, nicht so viel, wie ich eigentlich erwarten würde. Ein bisschen mehr Eiche, Bitterkeit und am Abgang ziemlich schnell weg. Also kurz würde ich ihn vielleicht auch nicht sagen, den Abgang aber mittellang. Also auf gar keinen Fall ein langer, schöner Abgang, wie ich das von alten Whiskys so gewohnt bin von Glenfarclas. Er schmeckt mir sehr gut, das muss ich sagen, aber er schmeckt mir einfach nicht wie ein 32 Jahre alter Whisky. Schluss, aus. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also, er würde für mich blind, würde ich den blind vorgesetzt kriegen, würde ich allenfalls, also man schmeckt, dass es ein alter Whisky ist, aber alt ist ja, sind ja 20 Jahre auch schon. Also, ich würde ihn blind auch nur um die 20, vielleicht 25 Jahre tippen, aber mehr auf gar keinen Fall. Also kann ich jetzt schon sagen, auf der Whisky Base, ne, da bewertet man ja die Whiskys auch
dann mal so weitläufig. Ich mache es natürlich. Ich bin einer, der die Base nicht so nutzt, wie das andere machen. Also ich mach mal was, wenn mich mal was interessiert. Zum Nachschauen ist es natürlich sehr informativ, aber ich selber pflege die Base, meine Base, mein Base-Account halt nicht so, wie das andere machen. Aber ich kann schon mal sagen, diesen Whisky würde ich keine 90 Punkte geben. Wirklich nicht. Also ich würde ihn. Oder vielleicht allenfalls kratzt er vielleicht an den 90 Punkten, aber ich bin eher bei 88, 89 Punkten. Mehr würde ich den dort auf der Base auf keinen Fall geben. Versteht mich nicht falsch, es ist kein schlechter Whisky. Er ist wirklich gut, er ist schön, er schmeckt mir auch sehr gut, aber er schmeckt mir halt nicht wie ein 32 Jahre alter Glenfarclas. Das muss ich ganz eindeutig sagen. Aber ich probiere jetzt noch mal den zweiten Schluck, vielleicht wird es ja beim zweiten Schluck besser. Also der Alkohol ist für meines Empfinden nach mit 46 Volumenprozent sehr, sehr präsent da. Also der ist echt, echt kräftig da, noch nach 32 Jahren, muss ich sagen. Boah, das ist schon mal heftig. Also den würde ich locker auf 48 bis 50 Volumenprozent würde ich den blind locker tippen. Jetzt habe ich am Gaumen so ganz kleines bisschen Leder, alte Ledernoten. Also da kommt dann halt das durch, wo man dann nachher drauf schließen kann, dass der doch 32 Jahre alt sein kann oder auch ist. Na, der ist ja natürlich 32 Jahre alt. Aber dieses alte Herrenzimmer, diese Eiche, dieses Leder und diese Gewürze, diese Würze allgemein. Das haben halt alte Whiskys, aber das ist bei dem halt nicht so schön ausgeprägt, finde ich, wie das andere alte Glenfarclas halt haben. Ne? Also der normale, der einfache 30-Jährige in der Warehouse Edition, in dieser roten Box, den habe ich auch. Da habe ich auch noch eine ganze Flasche da, die noch geschlossen ist. Der hat mich auch eigentlich enttäuscht, muss ich sagen, für seine über 300 Euro, die er kostet. War der für mich dichter an dem 25-jährigen Glenfarclas dran, wie an dem 40-jährigen, wo ich ihn eigentlich mehr hingesteckt hätte? Der war ein bisschen besser wie der 25er, fand ich. Also er war schon eine Stufe besser, aber halt nicht den dreifachen Preis wert. Und da habe ich auch gesagt, also da würde ich mir keine zweite Flasche mehr kaufen oder keine mehr nachkaufen, wenn die mal leer sein sollte oder wenn ich sie überhaupt mal aufmache. Das sind immer so Sachen. Macht man so einen Whisky dann überhaupt mal auf, wenn er einem gar nicht so zugesagt hat? Weil der 25-jährige Glenfarclas, das weiß man ja, den kriegt man immer noch so um die 100, 110 Euro, ist der immer noch zu haben. Und dann kaufe ich mir lieber davon drei Flaschen wie den 30-jährigen. Und so ähnlich argumentiere ich jetzt bei diesem hier auch. Der war jetzt nicht ganz so teuer, der war bloß ein bisschen über 200 Euro, sage ich mal. Was heißt bloß? Ist natürlich, 200 Euro ist natürlich eine Riesensumme, ne? Aber für einen 32 Jahre alten Whisky, ich weiß nicht, ob ich die Flasche aufmache. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Da muss ich mir das überlegen, ob man die nicht lieber tauscht oder ob man die nicht lieber wieder verkauft oder. Ich weiß es halt nicht. Also, ja. Die ganze Persönlichkeitenreihe, die letzten Jahre haben mir nicht so zugesagt. Und leider muss ich bei dem auch sagen, der reiht sich da ein. Also, da kann man eigentlich nichts anderes drüber sagen. Ja, ich trinke noch mal den letzten Schluck hier. Der ist mir zu dünn, nicht was den Alkohol angeht, sondern was die Aromenfracht angeht. Der hat mir zu wenig Aromen für einen
32 Jahre alten Whisky. Den würde ich auch eher dem 25er zuschreiben, an den 25er. Wenn das ein 25er so wäre, wenn das ein 25er wäre und der würde 60, eine Fliege hier, der würde 60 Euro weniger kosten, sag ich mal, hätte ich gesagt, ist ein Top-Whisky für den Preis. Aber für einen 32 Jahre alten Whisky, muss ich ehrlich sagen, habe ich mehr erwartet. Ja, somit habe ich das Fazit ja auch schon, glaube ich, vorweggenommen. Also die Persönlichkeitenreihe, damit tut sich die letzten Jahre, finde ich, Glenfarclas keinen Gefallen, solche Whiskys abzufüllen. Ich finde, die Family Cask Serie zeigt ja, dass sie hervorragende Whiskys abfüllen können und hervorragende Whiskys auch produzieren können. Und die auch wesentlich jünger sind, die auch bloß 20 Jahre oder 17, 16 Jahre alt sind, die schmecken wesentlich komplexer, wesentlich mehr Aromen kommen da raus und ja, also die schmecken einfach besser, wie solche Geschichten hier. Also das Fass hier, oder ja, es sind ja mehrere Fässer, es sind ja 3600 Flaschen, also dieses Batch, sag ich mal, weiß nicht, also ja, ihr seht, also ich bin da mehr enttäuscht, wie ich mich freue, also muss ich ehrlich sagen, also das zeigt mir aber dann wiederum auch, und das ist mir auch eine Lehre, dass ich mir die Persönlichkeitenreihe, dass ich mir auch keine Flasche mehr kaufe davon, bevor ich sie nicht probiert habe, aber ich fand die Eckdaten so top und ja, und der Preis war auch okay, also für um die 200 Euro fand ich für einen 32 Jahre alten Whisky kann man ja eigentlich nichts verkehrt machen. Naja, wie das halt so ist, ne? Aber naja, es ist, ich will den nicht ganz so niedermachen. Ganz so schlecht ist er ja nicht. Man kann ihn gut trinken. Also notfalls macht man ihn auf und trinkt man ihn gut. Er schmeckt auch gut, aber er ist halt nicht so alt, wie er das ist. Jedenfalls vom Geschmack her nicht. Und der Preis wäre mir dann auch 60 Euro zu teuer. Gut, nichtsdestotrotz bedanke ich mich beim Sebastian, ne, für das Sample. Lieber Sebastian, vielen, vielen Dank nochmal. Habe ich ja vorhin schon gesagt, aber kann man ja nicht oft genug sagen, weil das Sample war, glaube ich, auch nicht so günstig. Und ich freue mich, dass ich den probieren durfte. Leider war das, hat er nicht meinen Erwartungen entsprochen, aber ja, kann man halt nichts ändern, so ist es halt. Gut, dann kommen wir mal zum Schluss. Bleibt mir dann wieder bloß noch einzusagen, abonniert den Kanal, wer es noch nicht getan hat, macht die Glocke an, dann verpasst ihr natürlich kein Video und gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat, wenn nicht, dann halt einen Daumen runter, ne? Und ja, so ist es halt. Alles klar, dann sage ich, macht es gut, bis zum nächsten Video, mal sehen, was ich nächstes Mal wieder hier auf meinem Fass habe. Gucke ich mal, was da in meiner Whisky-Sammlung da so umherkreucht und was ich euch dann hier nächstes Mal präsentieren kann. Also, macht es gut, bis zum nächsten Video. Ciao!